In Vorbereitung auf den Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild werden in den nächsten Wochen ein paar Geschenke verteilt. Und das wechselt sich jede Woche ab. Es handelt sich dabei um Galar-Pokémon, also um Galar-Form von alten Pokémon. Und um Pokébälle. Und in dieser Woche, vom 22. Mai bis zum 29. Mai, gibt es ein Galar-Pantimos. Und das will ich mir jetzt mal angucken, wenn ich es schaffe, auf Geheimgeschenk zu gehen. Super, Geheimgeschenk erhalten. Per Internet. Ja, zwei Sachen sind verfügbar. Ein Pantimos mit versteckter Fähigkeit. Das gucken wir uns zuerst an. Schön in einer goldenen Box verpackt natürlich. Galar Pantimos. Mit der versteckten Fähigkeit. Das müsste Eishaut sein. Ja, und dann gucken wir uns auch noch das Geschenke-Set an. Was wir da drin haben. Du erhältst Köderball, Schwerball, Mondball, Traumball, jeweils einmal. Okay, ja, die Bälle kriegt man ja nicht so einfach. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Und das Pantimos haben wir hier. Level 15 ist es. Und die versteckte Fähigkeit ist tatsächlich Eishaut. Regeneriert bei Hagel nach und nach KP. Also wie Regengenuss nur bei Hagel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist bei Pantimos oder dann eben auch bei Pantifrost. Wobei ich auch nicht weiß, ob sich die Fähigkeit vielleicht noch ändert. Naja, es ist auf jeden Fall auch im Jubelball. Sieht man da oben. Sehr schön. Ja. Und es hat auch ein Band, klassisches Band. Band zur Auszeichnung von wahren Pokémon-Liebhabern. Zugehöriger Titel Pokémon-Fan Pantimos. Okay. Ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann ein neues Galar-Pokémon und auch neue Items. Ich denke, ich guck mir die jede Woche an. Es sind dann immer nur so 5 Minuten, aber was soll's. Aber ich bin schon sehr gehypt auf den Erweiterungspass. Ich freue mich sehr auf die Rüstungsinsel. Ich möchte neue Abenteuer erleben. Und ja, es dauert ja nicht mehr so lange. Im Juni soll der Erweiterungspass, der erste Teil, erscheinen. Ich nehme an, eher Ende Juni. Aber, ja, die Zeit überbrücken wir auch noch. Bin ich mir ganz sicher. Okay, dann bis Freitag, wenn wir uns das nächste Geheimgeschenk abholen.